So, einen wunderschönen guten Abend in die große Runde. Thema SDVO, neue SDVO, Verkehrsberuhigung jetzt. Freue mich sehr, dass sich so viele angemeldet haben. Kommen auch gerade noch laufend Leute rein. Insofern vertrödel ich vielleicht jetzt noch eine kleine Minute, bis die Leute alle da sind. Manche haben es vielleicht gerade schon gehört. Die automatisierte Durchsage, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, wer nicht gesehen werden will, braucht nur seine Kamera auslassen. Dann ist das leicht erledigt. Dann ist der Fokus auf den Referierenden. Genau, es kommen immer noch Leute rein. Genau. Ich kann vielleicht schon einmal sagen, dass das Thema offensichtlich eins ist, das sehr bewegt. Wir haben zurzeit sehr, sehr viele Anfragen in meinem Büro und in den anderen Büros der fachlich Zuständigen, allen voran Svante Michaelsen, mit Sicherheit genauso. Deswegen glaube ich, kommt unser Webinar genau zur richtigen Zeit. Erst gestern hat mich ein Ortsverband angeschrieben, wie das denn jetzt ist und wann es endlich losgeht mit der Verkehrsberuhigung. Ich habe gesagt, ich hätte heute ein Webinar, das würde mir eine lange Antwort sparen. Genau, ist brandaktuell. Jetzt kommen immer noch Leute rein. Wir wollen das hier reinlassen. So. Genau. Ich muss leider den Co-Referenten, wir stehen ja als vier Referierende oder ich mir so in der moderierenden Funktion, aber als vier Leute, die euch und Sie heute bespaßen, in der Einladung, den Kollegen Bundestagsabgeordneten Leon Eckert, muss ich leider entschuldigen. Er hat einen Trauerfall, weswegen er jetzt nicht da sein kann. Ich glaube, dafür haben wir alle Verständnis. Die Svante und der Johannes werden aber das komplette Programm, das wir euch vorstellen möchten, abdecken. Ja, es ist 7:05. Ich denke, wir können jetzt beginnen. Nochmal für die neu hinzugekommenen, die Sendung wird aufgezeichnet und danach erhalten alle Angemeldeten den Link zur Aufzeichnung und das Video wird auch online bereitgestellt. Insofern, wer nicht gesehen werden will, lässt einfach seine Kamera aus. Im Übrigen ist jetzt vielleicht eh vorteilhaft, dann sind die Referierenden jeweils im Fokus. Einen herzlichen Dank vorweg an mein Team und an die Öffentlichkeitsarbeit der Landtagsfraktion, die das Webinar heute Abend ermöglicht haben, die ganzen Bewerbungen und Anmeldungen vor dem Vorfeld gemacht haben und alles technisch vorbereitet haben, dass es jetzt hoffentlich alles reibungslos klappt. Vielen Dank insbesondere an Fabian Norden, meinen Mitarbeiter, der im Hintergrund auf Technik und alles schaut. Noch ein organisatorischer Hinweis, bestimmt werden wir gleich Svante und Johannes hören werden, kommt bei Ihnen, bei euch die ein oder andere Frage auf. Wir werden ausreichend Zeit haben, Fragen zu beantworten. Vielleicht nicht jede, weil wir wollen nicht bis morgen sitzen, sondern sind normalerweise in den Webinaren immer so mit einer Stunde unterwegs, damit es nicht so lang wird für alle und manche haben am Abend dann noch was vor. Deswegen die Fragen bitte gerne an mich richten, in den Chat schreiben und an mich richten. Ich werde die ein bisschen versuchen, sie zu bündeln, zu clustern und die, die mir am relevantesten erscheinen, einbringen. Bitte nicht sauer sein, wenn ich irgendwas nicht dran nehmen kann. Wenn ich was nicht dran nehmen kann und die Frage aber noch drückt, einfach ein Mail schreiben im Nachgang. Wir werden uns um alles kümmern und nichts unbeantwortet lassen. So, jetzt freue ich mich. Wir steigen ein in die beiden Referate, Vorträge. Ich freue mich sehr, 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 dass wir heute bei uns zu Gast haben in dieser Runde zum einen Svante Michaelsen, Bundestagsabgeordnete, die federführend für uns das Thema Verkehrsberuhigung, Straßenverkehrsordnungsreform verhandelt hat, mit sehr, sehr viel Herzblut sich hineingehängt hat. Hatten ein Bund-Länder-Treffen, kann ich mich erinnern, Ende letzten Jahres, wo wir noch gebibbert haben und du berichtet hast, wie es denn rausgehen wird mit Bundesratszustimmung und so weiter und wie du dich im Hintergrund da reingehängt hast, dass das möglich geworden ist, was wir jetzt haben oder bekommen werden. Und zum Zweiten begrüße ich und freue mich ebenso, dass Johannes Wagner bei uns ist, unser bayerischer Landtagsabgeordneter, einer unserer bayerischen Bundestagsabgeordneten, er zuständig für das Thema Gesundheit, auch sehr dafür geworben, schon länger mit Verkehrsthemen engagiert im Bund und sich auch dafür eingesetzt, dass das Thema Gesundheit als zusätzliche Begründungsmöglichkeit in die StVO-Reform mit hineinkommt. Aber dazu, das wird er uns gleich selber genau erklären. So, Bühne frei für dich. Liebe Svante, wir freuen uns auf deinen Input. Jetzt bist du gerade noch
stumm, du arbeitest an der Lösung, das sehe ich Genau. jetzt. So, jetzt klappt das. Ja, ganz herzlichen Dank. Hallo auch von mir in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr das Thema aufgesetzt habt. Dafür auch herzlichen Dank an dich, Markus. Und es ist so ein bisschen eigentlich typisch, dass so viel Interesse daran ist. Und es ist ehrlich gesagt auch ganz zu Recht, weil das Thema Straßenverkehrsrecht klingt immer so technisch und betrifft uns dabei alle, weil es ja ganz maßgeblich um die Frage geht, wie wir eigentlich den öffentlichen Raum aufteilen. Und genau, damit haben eben alle Menschen auch jeden Tag Berührung. Und dazu kommt, du hattest vorher gesagt, dass viele Kommunalis sich angemeldet haben. Das ist ja auch in wahnsinnig vielen Kommunen eins der ganz aktuellen Themen, ist eins der Themen, die immer auf der Agenda sind und überall brennen. Die Frage, wie kriegen wir eigentlich vor allen Dingen da, wo er eben begrenzt ist, und das ist ja nun an ganz vielen Stellen der Fall, den öffentlichen Raum vernünftig verteilt. Das Thema in der Tat ist eins, was auch mich schon lange bewegt. Ich habe auch viele Jahre Kommunalpolitik gemacht in verschiedenen Rollen für Grüne, aber auch auf der Verbändeseite, habe lange für den ADFC in Hannover gearbeitet. Und es war für mich eben auch ganz maßgebliche Motivation, für den Bundestag zu kandidieren, weil wir eben auf kommunaler Ebene so oft an den Grenzen der Bundesgesetzgebung, also an die Grenzen stoßen und Dinge, die man vor Ort eigentlich für sinnvoll hält, nicht gemacht werden dürfen und nicht umgesetzt werden können, weil die Bundesgesetzgebung dem entgegensteht. Deshalb, und du hast gesagt, ich bin dafür zuständig, federführend in der Bundestagsfraktion für das Thema Straßenverkehrsrecht und damit auch für die Reform von Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung. Und ich will jetzt euch einfach einen kurzen Input geben, nochmal sozusagen, wo kommen wir eigentlich her? Was war das für ein Prozess? Und was sind jetzt die wichtigsten Punkte? Was ändert sich und was kann jetzt damit in Gang kommen? Wir sind das Thema Reform, und ich will noch mal einen Schritt rausgehen. Du hast die StVO angesprochen, und die ist ja auch wichtig, und die kennen die meisten Leute auch, weil sie auch die Verhaltensregeln drinstehen. Aber darüber steht das sogenannte StVG, das Straßenverkehrsgesetz, und das ist sozusagen der wichtigste Rahmen für die Frage, wie wir eben den öffentlichen Raum aufteilen, wie Verkehrspolitik und Verkehrsplanung gehen. Und vor einigen Jahren hat eben insbesondere zunächst der ADFC im also Bundesverband das Thema auf die politische Agenda gehoben und nämlich sozusagen erkannt, dass wir bei der StVO zwar Verbesserungen vornehmen können, aber immer in einem sehr engen Korsett bleiben, solange wir das StVG, also das Gesetz, nicht ändern. Denn dieses Gesetz hatte bis vor der Sommerpause nur ein einziges Ziel, und das war die Sicherheit und Flüssigkeit des Autoverkehrs. Dieses Gesetz ist im Kern noch von 1909, aus der Kaiserzeit. 1909 gab es ungefähr 45.000 Autos, heute gibt es ungefähr 50 Millionen. Ihr ahnt, es hat sich eine Menge verändert. Und dieses Gesetz war faktisch, es hieß auch Kraftfahrzeuggesetz und war faktisch ein Kraftfahrzeugfördergesetz, was eben dazu geführt hat, dass sozusagen die gesamten Regelwerke, die unterhalb dieses Gesetzes lagen, zuallererst die StVO, einzig und allein aufs Auto und auf die Flüssigkeit und die Geschwindigkeit des Autos ausgerichtet werden mussten. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dieses Straßenverkehrsrecht zu reformieren. Dazu gehört das Gesetz und die Verordnung, und neue Ziele aufzunehmen. Und dafür haben wir jetzt im Bundestag zusammen mit vielen anderen, da sage ich nachher noch mal ein bisschen was dazu, sehr, sehr intensiv gekämpft und daran gearbeitet. Und es ist uns vor der Sommerpause gelungen, dieses Gesetz und auch eine Reform der Straßenverkehrsordnung durch die nötigen Gremien zu bringen. Die nötigen Gremien heißt in dem Fall beim Gesetz zunächst der Bundestag, der beschließt das Gesetz. Aber es ist zustimmungspflichtig, das heißt, der Bundesrat muss zustimmen. Das haben wir letztes Jahr im November schon einmal versucht. Also wir haben das Gesetz im Oktober im Bundestag beschlossen. Aber der Bundesrat hat es im November gestoppt. Und wir haben dann eben noch mal ein halbes Jahr sehr intensiv, also genau, einerseits gezittert und andererseits sehr intensiv gearbeitet, um dieses Gesetz durch den Bundesrat zu bringen. Es ist im Herbst aus parteipolitischen Gründen im Wesentlichen an den Unionsgeführten oder an den Ländern mit Unionsbeteiligung gescheitert. Und ich bin sehr froh, dass der Druck von ganz vielen Seiten, übrigens auch von unionsgeführten Kommunen, die nämlich in großer Zahl diese Reform unterstützen, dann vor der Sommerpause durchgegangen ist. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben neue Ziele in dieses Gesetz geschrieben, nämlich Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und städtebauliche Entwicklung. Und das spannt im Grunde den sozusagen die Basis für Verkehrspolitik und Verkehrsplanung völlig neu auf. Weil jetzt können Maßnahmen vor Ort oder können jetzt an diesen neuen Zielen ausgerichtet werden. Also wir haben jetzt mehrere Ziele, die quasi nebeneinander stehen, und die Kommunen können entscheiden, was jeweils relevant ist. Das Straßenverkehrsrecht ist sehr kompliziert. Es muss sich in Handlungs
Empfehlung oder Handlungsanweisung in der STVO niederschlagen. Da haben wir einige Sachen jetzt auch schon bewegt, aber da ist auch noch viel Luft nach oben, das weiter zu bewegen. Was aber sehr wichtig ist, dass mit diesem neuen Gesetz der Rahmen so groß gespannt ist oder die Tür so weit offen ist, dass sehr viel mehr Änderungen auf der STVO-Ebene jetzt eben erfolgen können, als es mit einem alten Gesetz möglich gewesen wäre, was dann immer wieder nur die Flüssigkeit des Autoverkehrs in den Mittelpunkt gestellt hätte. Uns war es immer sehr wichtig als Bündnisgrüne, dass wir nicht nur das Gesetz ändern, auch wenn es sozusagen die absolute Grundlage ist, sondern auch die STVO, weil eben erst, wenn das Gesetz in der STVO sozusagen in Handlungsoptionen übersetzt wird, auch sichtbar wird, was eigentlich für die Kommunen dadurch entsteht. Und da haben wir einige gute Sachen jetzt sozusagen verändert. Die STVO wird übrigens nicht im Bundestag beschlossen, sondern im Bundesrat, also im Ministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat. Aber wir haben sie eben im Grunde im Paket mitverhandelt, sodass sie dann vor der Sommerpause, nachdem das Gesetz im Bundesrat durchgegangen ist, auch beschlossen wurde. Und da gibt es einige sehr gute Änderungen, nämlich können jetzt Radspuren, Busspuren und auch Zebrastreifen nach neuer STVO auf Basis der neuen Ziele angeordnet werden. Das bedeutet, wo früher immer für alle diese Dinge, Radspuren, genauso wie Busspuren und Zebrastreifen, aufwendige Zählungen gemacht werden mussten und Begründungen erstellt werden mussten, also man konnte also eine Radspur eigentlich nur anordnen, wenn man eine qualifizierte Gefahrenlage, so heißt das, nachweisen konnte. Und eine qualifizierte Gefahrenlage bedeutet, die Gefahr muss an dieser Stelle größer sein als sonst irgendwo. Und das muss man auch beweisen. Und das konnte man eben besonders gut beweisen, wenn man schon ein, zwei Tote oder mindestens mal Schwerverletzte hatte. Also wirklich, ich sage es so deutlich, weil es so ist. Es ist natürlich völlig zynisch. Und jetzt kann man diese Radspur ebenso wie Busspuren und Zebrastreifen auf Basis der neuen Ziele anordnen. Das heißt, man kann sagen, wir wollen Klimaschutz stärken, wir wollen klimafreundliche Verkehre stärken und dafür machen wir eine Radspur. Oder wir wollen das Quartier städtebaulich entwickeln, dafür müssen wir gute Fußverkehrsverbindungen schaffen, dafür brauchen wir einen Zebrastreifen. Und das erleichtert natürlich die Anordnung dieser Maßnahmen in den Kommunen massiv, weil diese hohen Begründungshürden, die man vorher hatte, wegfallen. Da macht die STVO sehr gut, nutzt sie sehr gut den Spielraum, den das neue Gesetz jetzt bietet. Nicht ganz so gut macht sie es leider bei Tempo 30. Das ist ja ein Thema, was medial immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch natürlich auf eine Art zu Recht. Und man könnte das jetzt in der STVO genauso regeln und könnte sagen, auf Basis der neuen Ziele können die Kommunen das vor Ort entscheiden. Das war im Bund nicht mehrheitsfähig. Was wir geschafft haben, ist, wir haben neue Ausnahmen für Tempo 30 in die STVO ausgenommen. Also es ist ja so, es gilt Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit. Und wenn man eine Ausnahme aus einem Ausnahmenkatalog hat, dann darf man 30 anordnen. Das waren bisher Kitas und Kindergärten, Schulen und Senioreneneinrichtungen und Krankenhäuser. Und das sind jetzt zukünftig eben auch Zebrastreifen, Spielplätze und hochfrequentierte Schulwege. Über die Schulwege bin ich besonders froh, weil die Idee dahinter natürlich nochmal war, dass man nochmal deutlich mehr Spielraum in die Kommunen gibt. Denn wo und wie Schulwege verlaufen, das kann man dann eben vor Ort sehr gut überlegen und natürlich diese Möglichkeit dafür auch einsetzen. Das sind mal so die Sachen, die so am wichtigsten oder den meisten, in den meisten, die meisten Kommunalis besonders interessieren. Es gibt auch Erleichterungen zum Thema Parkraumbewirtschaftung. Früher durfte man das eben nur machen, wenn Parkdruck nachgewiesen werden konnte. Jetzt darf man es schon, wenn Parkdruck droht. Auch da ist also deutlich eine Erleichterung zu erkennen. Das Ganze ist, das habe ich vorhin schon angesprochen, wirklich ein großes grünes, aber auch von weiteren Verbündeten Gemeinschaftswerk. Wir haben sehr intensiv, ich persönlich, aber mit vielen Verbündeten in der Bundestagsfraktion gearbeitet. Hannes ist einer davon, immer zur Stelle, wenn es darum ging, genau diese Möglichkeiten für die Kommunen zu schaffen. Du wirst ja gleich auch noch was dazu sagen, warum das auch für dein Kernthema Gesundheit so relevant ist und warum deshalb auch das ganze Thema Verkehrswende dir ein Herzensanliegen ist. Und so wie Hannes geht es eben vielen, auch in der Bundestagsfraktion, die eine starke kommunale Anbindung haben und wissen, wie wichtig das Thema in den Kommunen ist. Und es war natürlich für mich als Berichterstatterin oder für uns auch als Grüne sehr wichtig, dass es da überall Verbündete gab, die immer dazu auch dafür auch mit eingestanden haben, weil wir haben sehr viele Themen auf dem Zettel und dann braucht man auch immer Leute sozusagen abseits der einzelnen Berichterstatterinnen, die das Thema mit stark machen. Aber auch unsere Länder, also da, wo wir grüne Beteiligung in Ländern hatten oder haben, insbesondere grüne Verkehrsminister,
und Ministerinnen im Moment nicht mehr, aber als ich angefangen habe in der Bundestagsfraktion noch. Aber auch natürlich die Verbände aus dem Verkehrswendebereich, also der ADFC, der VCD, viele andere, die sich da auch gerade auf Bundesebene sehr stark engagiert haben. Und viele, und das ist wirklich sehr relevant gewesen in dem Punkt, viele, viele Kommunen. Einige von euch kennen sicher die sogenannte Tempo-30-Initiative, der sich ja überparteilich sehr viele Kommunen angeschlossen haben, auch viele Kommunen aus Bayern, auch welche, die CSU geführt sind, gar nicht so wenige. Und diese Initiative hat sich eben dafür stark gemacht oder macht sich auch weiter dafür stark, dass die Kommunen selber über die Anordnung von Tempo-30, entscheiden können. Das haben wir jetzt noch nicht geschafft, deshalb braucht es die Initiative weiter, würde ich sagen. Aber dieser Gedanke eben, den hat diese Initiative sehr stark gemacht, dass man mehr Entscheidungskompetenz in die Kommunen gibt. Und das war sehr klug, weil sich eben dahinter überparteilich die Leute verbinden konnten oder verbinden können. Und es war eben sehr, sehr wichtig, gerade in der Zeit, als das Gesetz im Bundesrat blockiert war, dass der Druck zum Beispiel aus CDU, CSU geführten Kommunen in die CDU-Länder gegangen ist und da eben deutlich wurde, dass es sehr viel Unterstützung gibt und dass das eben kein ausschließlich grünes Projekt ist oder so, sondern eben wirklich in den Kommunen an sehr vielen Stellen sozusagen die Bedarfe trifft, die vor Ort sind. Mein letzter Punkt jetzt, also nur durch diese Reform sozusagen, sie ist sehr wichtig, dass wir sie erkämpft haben und es ist super gut, dass es sie jetzt gibt. Nur es ändert sich nichts automatisch, sondern es braucht jetzt, und deshalb ist es auch so toll, dass ihr alle heute hier seid und so toll, dass ihr dieses Webinar anbietet. Es braucht jetzt euch alle, uns alle auf der kommunalen Ebene mit Ideen, mit Anträgen, mit Impulsen dafür, das, was diese Reform jetzt ermöglicht, auch zu nutzen und in die Umsetzung zu bringen. Es wird sicher auch die eine oder andere Verwaltung geben, die von sich aus aktiv wird, aber es wird eben auch sehr viele geben, wo das nicht passiert. Und da ist es dann besonders wichtig, dass grüne Kommunalis mit guten Ideen aufschlagen und das, was jetzt eben an neuen Möglichkeiten entstanden ist, verbreiten. Denn dieses Gesetz oder dieses ganze Straßenverkehrsrecht, wie viele andere Teile unserer gesetzlichen Grundlagen auch, lebt eben nicht nur durch die Wörter, die da drin stehen, sondern auch durch die Anwendung und Auslegung und durch die Rechtsprechung. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir jetzt gute Fälle schaffen, damit deutlich wird, wo wir sozusagen als gesamte Gesellschaft, als gesamtes Land auch mit diesen neuen Möglichkeiten hinwollen. Genau, an der Stelle würde ich jetzt vielleicht einfach mal einen Punkt machen, damit wir dann noch viel Zeit haben für Fragen und noch mal so ein bisschen gezielter drauf gucken können, genau, was euch so unter den Nägeln brennt und interessiert. Danke. Ja, wunderbar, vielen Dank, liebe Swantje. Sehr kompakt, sehr gut verständlich und plakativ, glaube ich. Ein sehr hervorragender Einstieg für uns und guter Überblick. Johannes, du möchtest uns und wirst uns noch die konkreteren Begründungsmöglichkeiten etwas näher vorstellen, mit denen die Kommunen dann arbeiten können. Danke dir, Markus, für dieses Webinar und danke dir, Swantje, für deinen Input, aber auch für deinen Kämpfen, was sich ja wirklich in vielen Bereichen ausgezahlt hat. Ich kann mich noch gut erinnern an die Fraktionssitzungen, wo du das Thema dann geworben hast. Und ich bin wirklich froh, dass wir als Grüne, oder das haben wir wirklich einen Unterschied gemacht als Grüne, oder du hast einen Unterschied gemacht, einiges reinverhandeln konnten. Vielleicht ganz kurz zu mir, für die, die mich nicht kennen, ich bin Hannes aus Coburg. Ich bin Kinderarzt in Weiterbildung und in der Fraktion im Bundestag für Gesundheit zuständig und auch für Prävention. Und das prägt auch die Sichtweise, wie ich auf dieses Gesetz gucke. Ich habe einen starken gesundheitspolitischen Fokus und wir wissen alle, dass Mobilitätspolitik auch einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, in vielen verschiedenen Ebenen. Vielleicht ganz kurz vorab noch eine Entschuldigung, ich sitze gerade im Zug, sollte eigentlich nicht so sein, aber wir hatten heute auch den grünen bayerischen Krankenhausgipfel. Und der wäre auch sehr gut besucht. Und deswegen habe ich meinen Zug verpasst. So war ich sozusagen schuld, den Zug verpassen. Weil es so viele Rückfragen gab und sitze jetzt im Zug. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ansonsten, Markus, gib mir bitte ein Zeichen. Dann mache ich mein Video aus. Und wenn ich flüssig zu verstehen bin, dann spreche ich einfach weiter. Ich meine, es klappt ganz gut. Und dann meldest du dich bitte. Ja, alles bestens. Sprich nur weiter. Super. Genau. Also, ich wollte nochmal mit zwei, drei Fakten euch jetzt auch gesundheitspolitisch argumentieren in diesem Bereich. Und zwar eine Zahl, die vielleicht viele Menschen kennen in Deutschland, sind die Zahl der Verkehrstoten.
Wenn ich euch jetzt frage, wie viele Verkehrstote gibt es jedes Jahr, ist die Zahl noch den meisten Menschen einigermaßen bekannt. Sind fast 3000 Menschen, die im Straßenverkehr sterben jedes Jahr. Aber es gibt auch 290.000 Unfälle mit Personenschäden, die jedes Jahr passieren. Also der Todesfall ist der extremste Fall, aber es gibt auch fast 300.000 Unfälle mit Personenschaden pro Jahr, davon 70% innerorts. Und da ist, glaube ich, gerade die Frage der Verkehrssicherheit eine ganz entscheidende, um zu argumentieren, dass wir in den Städten die Temporegulierung auf die Tempo 30 runtersenken können. Und 20 hat ja ausgeführt, dass wir einige Ausnahmen jetzt mehr im Gesetz drinstehen haben, die Kommunen es erlauben soll, auch auf Tempo 30 runterzugehen vor Ort. Und zwar ohne diese sehr beschwerliche Prüfung und eben schon vorgefallenen Unfällen vor Ort. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den nicht nur mit den Schwerstverletzten und Toten argumentieren, sondern auch wirklich mit den vielen anderen, die vielleicht auch nur leichte Personenschäden davongetragen haben. Und da sieht man mal den Impact von Verkehr, also auf unsere Gesundheit in diesem Bereich, fast 300.000 Personenschäden pro Jahr. Und da ist die Tempo-Geschichte eben ganz entscheidende. Wir wissen, dass exponentiell mit schnellerer Geschwindigkeit im Unfall die Verletzungen steigen. Und da haben wir jetzt im Gesetz wirklich konkrete Maßnahmen mit drin. Und wenn die in der Straßenverkehrsordnung umgesetzt werden, wie wir uns das vorstellen, dann habt ihr vor Ort die Möglichkeit, konkret auch Dinge so zu begründen. Der zweite Punkt ist, es war jetzt angesprochen, wir haben auch Umweltschutz und Klimaschutzmaßnahmen konkret als Ziele im Straßenverkehrsgesetz enthalten. Und ich glaube, ich brauche niemandem in diesem Raum erzählen, dass die Abriebe von Reifen, der Feinstaub von Autos auch eine Umweltbelastung darstellen, aber eben auch eine Gesundheitsbelastung darstellen. Genauso übrigens, wie es bei Gesundheit, der Lärm ist ein ganz entscheidender Faktor, der Menschen krank macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben auch sozusagen gesundes Argumente genutzt werden dürfen. Und da kann man eben jetzt in Zukunft, ja, Kreativität so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du es nachher mal einschätzt, 20, aber der Kreativität ja, freien Lauf lassen. Ich ho hoffe, dass Argumente wie Lärmbelästigung eben auch mit als Begründung dann in der Praxis zählen werden und auch starker Lärm, der ja viele Menschen vor Ort sozusagen belastet, als eine Maßnahme, als ein Grund gilt, zum Beispiel Tempo zu reduzieren. Nur um euch nochmal ein Beispiel zu geben, der Lärm von Tempo 50 auf Tempo 30 sind circa 3 Dezibel. Das entspricht der Hälfte des empfundenen Lärmes. Also ein Tempo 30 Auto ist empfunden nur halb so laut wie ein Tempo 50 fahrendes Auto. Außerdem ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir ich habe jetzt angesprochen, die Klimaargumente auch nutzen. Klimaschutz durch die Abgase ist der eine Punkt. Aber was ich mir auch erhoffe davon, ist, dass auch zum Beispiel Punkte wie Flächenversiegelung, Parkflächen, da vielleicht mit aufgeführt werden. Es wird im Einzelfall nicht immer ganz leicht, glaube ich, jedes kreative Argument sozusagen zählen zu lassen. Aber auch das ist natürlich irgendwo mit Klimaschutz verbunden. Wenn wir sagen, wir wollen mehr Grün in die Städte bringen, weniger Hitzeinseln haben, können wir jetzt auch mit dem neuen Straßenverkehrsgesetz so argumentieren, dass auch Hitze eventuell ein Faktor ist, der sich verkehrspolitisch auswirkt, was, glaube ich, ein Riesenerfolg wäre, wenn wir das hinbekommen. Und als letzten Punkt vielleicht gesundheitspolitisch aufzuzeigen, welche ja, Kraft hinter diesen Veränderungen steckt. Schulweg bei Kindern, Sandy hat ja ausgeführt, dass das ein großer Erfolg ist, dass wir mit reinverhandelt haben, Sandy mit reinverhandelt hat, dass auch sozusagen frequentierte Schulwege als ein Grund gelten, um verkehrsberuhigende Maßnahmen durchzuführen. Und wir wissen auch, dass gerade wenn Kinder sich selbstständig eben zur Schule bewegen, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad, dass deren Konzentration steigt und auch deren Gesundheit steigt. Und es gibt ganz spannende Studien, wie wir körperliche Aktivität mit chronischen Erkrankungen und sogar Krebserkrankungen assoziieren können, und zwar positiv. Das heißt, wenn man sich regelmäßig bewegt, nehmen chronische Krankheiten, aber sogar zum Beispiel Krebskrankheiten ab. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, Swantje, wie wir es hinbekommen oder wie auch die Länder, welche sozusagen Hindernisse sie uns noch einbauen wollen, wie wir diese Argumente nutzen können. Es gibt eben, wenn man Umwelt, Klima, Gesundheit aufzählt,
einige Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, wie wir zu mehr Verkehrsberuhigung und zu einer ja, gerechteren Verkehrsverteilung, Raumverteilung in Städten kommen. Und da bin ich ganz gespannt, dann, wenn es wirklich am Ende in Kraft getreten ist, die Straßenverkehrsordnung und dann die ganzen Rechtsverordnungen da sind, was wir am Ende damit umsetzen können. Ich mache es auch extra kurz. Wir haben jetzt noch ungefähr, ja, haben schon eine halbe Stunde gesprochen. Gehen wir nicht zurück, Markus. Und wenn Fragen kommen, dann glaube ich, beantworten wir die gerne. Ja, wunderbar. Sehr, sehr gern werden wir das machen. Vielen Dank, lieber Johannes, für die Konkretisierung und konkrete Beispiele für diese vier zusätzlichen neuen Begründungsmöglichkeiten, die es jetzt gibt. Ich glaube, es ist wesentlich deutlicher geworden, wie man als Kommune oder vielleicht auch als Kommunala, die einen Antrag stellen möchte, das schon mal in der Antragsbegründung schon einmal skizzieren kann, auch wenn die natürlich jetzt nicht juristisch ins Detail ausformuliert sein muss, aber wissen wir schon mal genauer, wann es sich lohnt, einen Antrag zu stellen und in welche Richtung man da argumentieren kann. Sehr schön. Es sind auch schon eine Reihe von Fragen reingekommen. Bevor ich euch die gleich weitergebe, ihr könnt währenddessen gerne auch weitere Fragen stellen an alle Personen, die sich das überlegen. Ihr macht mir die Arbeit einfacher, wenn ihr die Fragen kurz formuliert. Dann kann ich es auch leichter und schneller lesen und überblicken, weil ich habe jetzt auch nur einen so einen kleinen Bildschirm. Wenn die Fragen kurz sind, ist es leichter. Bevor ich da sofort in die Fragen reingehe, muss ich noch eines nachfügen, was mir sehr unrecht ist. Wir wissen, dass wir noch nicht sofort loslegen können, weil wir noch auf die Verwaltungsvorschrift warten, die noch erstellt werden muss. Dazu gibt es auch gleich eine Frage. Wir haben auch leider in Bayern die unglückliche Situation, dass wir die Staatsregierung haben, die wir haben. Und das bedeutet, dass wir hier noch einen zweiten Grund haben, warum wir möglicherweise nicht gleich loslegen können. Denn dem Vernehmen nach arbeitet die bayerische Staatsregierung an einem innenministeriellen Erlass oder irgend so ein Instrument, irgendein Vehikel, ein juristisches, mit dem versucht werden soll, bayerischen Kommunen die Freiheit, die sie vom Bund bekommen hat, jetzt hier in der StVO möglichst wieder zurückzudrängen. Und wir werden also sehen müssen, kommt das, stimmt das, kommt es wirklich oder wird es vielleicht noch verworfen? Denn es gibt ja auch in der Landespolitik viele Player, nicht nur uns Grüne, die unbedingt diese neuen Freiheiten nutzen möchten. Zum Beispiel der Bayerische Städtetag findet das eine super Idee. Bin nicht mehr gespannt, wie sich die Bayerische Staatsregierung da verhält, aber das ist angeblich in der Mache. Und dann müssen wir eben schauen, was steht dann da drin und welche Möglichkeiten bleiben für bayerische Kommunen und sehr, sehr viele von euch hier unter den Teilnehmenden sind ja aus Bayern, dann noch übrig. Also das sind so Aspekte, die wir jetzt noch ein bisschen beobachten müssen. Eine kleine Frage ist auch noch gestellt worden, die ist aber nur also gar nicht StVO. Eigentlich schreibt der Fragesteller auch, wann können wir denn damit rechnen, dass wir endlich mal die Parkgebühren anheben können in den Kommunen? Ja, das kann man in allen Bundesländern, aber halt nicht in Bayern, weil wir in Bayern immer noch gedeckelt haben. Uns muss der Parkraum immer noch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise beim Kurzzeitparken mit ganz, ganz niedrigen Maximalpreisen. Und die Staatsregierung möchte das nicht tun, weil es ja Inflation ist. Da haben wir einen schriftlichen Brief vom Innenminister. Deswegen geht das jetzt aus meiner Sicht nicht. In den anderen Bundesländern geht das allerdings ganz hervorragend. Das war die erste Frage, habe ich die gleich hoffentlich erschöpfend beantwortet und ich komme zur nächsten. Wann können wir mit der Verwaltungsvorschrift zur StVO rechnen? Wer kann dazu was sagen? Ich vermute vielleicht Swantje. Ja, sehr gerne. Ihr hört mich, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Das Ministerium hat zugesagt, die Verwaltungsvorschrift mit den Ländern abzustimmen. Das mag einerseits bedeuten, dass es einen Tacken länger dauert. Das ist aber auch gut, weil das gibt uns natürlich auch über unsere grünen Länder Mitwirkungsmöglichkeiten. Und wir fühlen uns auch berufen in unserer Rolle als diejenigen, die ja die Regierung kontrollieren, da auf jeden Fall möglichst nah dran zu bleiben. Deshalb versuchen wir das gerade auch nochmal rauszufinden, wie da genau der Prozess geplant ist, aber auch ja, selber und sozusagen nochmal Input zu sammeln. Also ich bin auch keine Verkehrsplanerin und ja auch keine Praktikerin sozusagen aus der kommunalen Ebene, außer aus der kommunalpolitischen Ebene, aber eben nochmal sozusagen oder zusammenzustellen, was eigentlich wichtig wäre dafür, dass der Geist, den jetzt das Gesetz und die Verordnung haben, sich auch in die VWV, StVO transportiert. Es gibt unterschiedliche Stimmen dazu, wie sehr man auf diese VWV warten muss. Also zum einen gibt es Dinge, die kann man ableiten aus dem, was wir sonst schon so kennen, wo man sich vielleicht
Gedanken machen kann, wie es möglicherweise wird. Und ich finde auch wichtig den Hinweis, wenn es zu juristischen Verfahren kommt, dann ist nicht die VWV, StVO der Maßstab, sondern die gesetzliche Grundlage und oder die rechtliche Grundlage. Und die rechtliche Grundlage sind ausschließlich StVG und StVO. So viele Verwaltungen werden sich darauf berufen, sagen, solange es keine Verwaltungsvorschrift, können wir nichts machen. Es gibt aber Juristinnen und Juristen, die sagen, das stimmt nicht. Man kann mit dem, was jetzt vorliegt, anfangen, denn die Rechtsgrundlage liegt jetzt vor. Punkt. Und das ist ein bisschen was, wo man sicher vor Ort schauen muss, wie die Gegebenheiten sind. Aber mutige Politik und auch mutige Verwaltungen würde ich jetzt keinesfalls davon abhalten, auch Beispiele zu schaffen, weil das natürlich auch wieder Auswirkungen hat darauf, wie lesen wir das Ganze eigentlich? Wo wollen wir damit hin? Was sind eigentlich Best-Practice-Fälle, die es dann vielleicht schon gibt? Ich habe an drei Stellen gehört, dass jetzt die ersten Beispiele umgesetzt werden. Ein Zebrastreifen und zweimal Tempo 30 nach den neuen Regeln. Vielleicht sage ich lieber nicht wo, damit keiner auf die Idee kommt, dagegen vorzugehen. Aber es gibt diese Beispiele und es gibt Verwaltungen, die sagen, die Rechtsgrundlage ist jetzt da, wir fangen an. Und insofern, es ist sicher ein bisschen, also ich sage das auch mit einem gewissen Vorbehalt, weil ich finde es gut, einerseits zu ermutigen und zu sagen, lassen wir uns doch nicht immer ausbremsen und andererseits habe ich natürlich auch kein Interesse daran, jetzt hunderte Kommunalis loszuschicken und alle holen sich sozusagen nur eine Absage. Das ist ja auch unbefriedigend. Aber ich will sagen, also es gibt diejenigen jetzt schon, die vorangehen und Fälle schaffen, auch ohne VWV, StVO. Die Länder, tja, das ist einfach, also wenn du jetzt sagst, ne, Bayern versucht es aktiv auszubremsen. Klar, Bayern kann die gesetzliche Grundlage nicht mehr außer Kraft setzen, aber es ist natürlich für Kommunen schwieriger, wenn man weiß, dass man möglicherweise als erstes das eigene Land im Nacken hat. Ich komme ja aus Hannover. Wir hatten hier in der letzten Kommunalwahl, also in der letzten Kommunalperiode, eine Situation, dass die Stadt auch eine Radspur anordnen wollte und das Land hat das quasi nicht zugelassen. Und dann hat die Stadt es zwar erstmal trotzdem gemacht, aber dafür braucht man ja dann wirklich sehr viel. Also politischen Rückhalt vor Ort und auch Durchhaltevermögen, das ist schon nicht günstig. Und andersrum können natürlich Länder, die jetzt mit rechtlichem Support, mit Erlassen und so weiter das Ganze nach vorne schieben, das deutlich anschubsen. So, ne? Deshalb ist die Rolle der Länder sicher schon relevant und umso wichtiger, dass ihr als Grüne in Bayern sagt, wir wollen das und auch Verbündete sucht und sammelt, die mit euch. Ja, dafür eine progressive Auslegung für andere Mehrheiten und so weiter kämpfen. Denn das will ich nochmal ausdrücklich sagen. Diese Gesetzesreform sorgt eben nicht für eine Regelumkehr oder so. Ne? Das, was viele von uns, auch ich, für richtig halten, zu sagen, können wir nicht quasi vom Bund sogar Dinge stärker in Richtung Verkehrssicherheit fördern oder vorschreiben oder nennt es, wie ihr wollt. Das ist ja überhaupt gar kein bisschen mehrheitsfähig. Das, was wir schaffen konnten, ist ein Möglichkeitsraum für die, die wollen. Das erlöst uns aber sozusagen nicht davon, vor Ort die politischen Mehrheiten für diese Dinge zu finden, das Denken in Verwaltungen und Straßenverkehrsbehörden zu verändern, gesellschaftliche Prozesse mit nach vorne zu treiben. Diese Aufgaben bleiben alle. Nur, wir wissen eben auch aus den letzten Jahren und ja wahrscheinlich letzten 10, 20 Jahren, dass es super viele Stellen gibt, wo es einen Konsens gibt vor Ort für einen bestimmten Bereich für Tempo 30, für eine Radspur an einer bestimmten Stelle. Und diese Dinge, die können jetzt in die Umsetzung kommen. Und natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass sozusagen dann auch, wenn wieder gute Beispiele entstehen, dann sagt man auch, guck mal, die haben das gemacht, wie wäre es, wir probieren das auch mal. Also dass dadurch natürlich auch noch mal mehr in Gang kommt, als jetzt vielleicht sich heute schon, also als heute schon konkret in Anträgen oder Beschlüssen oder so vorliegt. Vielen Dank, liebe Swantje. Direkt daran anknüpfend die Frage, wann können wir denn mit der Veröffentlichung der Straßenverkehrsordnung rechnen? Weil solange sie nicht veröffentlicht ist, gilt sie nicht. Wurde mehrfach Genau, gerade nachgefragt. ja, genau, zu Recht. Wir wissen es auch nicht. Wir haben jetzt nochmal nachgefragt. Sie ist auf jeden Fall, ich glaube, in der ersten Septemberwoche nochmal durchs Bundeskabinett gegangen. Das ist sozusagen, es gibt sehr viele formale Schritte in diesem Prozess. Und eigentlich rechnen wir quasi täglich damit. Und ihr könnt sicher sein, dass wir das auch regelmäßig nachfragen, um natürlich auch da deutlich zu machen, dass wir das im Blick haben und auch zurückzuspiegeln. Denn ihr seid heute natürlich nicht die Einzigen, die das fragen, dass es da eben auch vor Ort oder eben auf kommunaler Ebene ein wirklich hohes Interesse daran gibt, dass man jetzt hier auch in Gang kommen kann. Nein. Vielen Dank. Dann kam eine Frage, ob wir Grüne denn mal eine Handreichung erstellen können, was da jetzt alles geht. Ja, werden wir bestimmt machen. Es werden aber auch andere machen, um dem vielleicht vorzugreifen, der Antwort und eine Verschnaufpause zu geben. Es gibt schon ein Papier
von der Agora Verkehrswende. Mal schauen, ob meine Kamera das hinkriegt. Naja, nicht wirklich gut, ist total unscharf, frag mich nur warum, na egal. Auf jeden Fall, Agora Verkehrswende ist vielleicht bekannt, gibt ja auch Agora Energiewende und die haben ein ganz aktuelles Papier, 5. September, nicht mal gerade 10 Tage alt, die Reform des Straßenverkehrsrechts und neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommunen. Und da steht, finde ich persönlich jedenfalls sehr schön formuliert, auch nicht zu lang, ist gut zu lesen. Und da steht auch drin, dass sie das neu auflegen, dasselbe Papier und online bereitstellen, wenn die VBV, also die Verwaltungsvorschrift da ist. Vielleicht habt ihr aber auch noch ergänzende Quellen, wo man sich jetzt schon informieren kann mit einer gut verständlichen Handreichung. Ja, habe ich tatsächlich. Also genau, es wird auf jeden Fall einiges weitere geben. Das kann ich auch schon mal ankündigen von Verbänden und so weiter. Und es wird auch sehr wichtig sein, dass es übrigens auch juristische Fachartikel und so gibt, weil auch diese Art der Auslegung dann eben die Lesart eines solchen Gesetzes mit beeinflusst. Ich habe auch auf meiner Internetseite eine Übersicht zusammengestellt, was jetzt kommt. Und ich kann gerne dir den Link schicken. Dann kannst du das nach dem Webinar gerne mit verbreiten. Wir schreiben das auch fort. Also wenn wir selber neue Erkenntnisse haben, dann aktualisieren wir das und wir wollen auch ein paar so erste Anträge vielleicht mal da bereitstellen. Wenn ihr also Anträge stellt zu dem Thema, schickt uns das gerne zu, dann können andere wiederum davon lernen oder ihr findet dann eben auch in der nächsten Zeit vielleicht den einen oder anderen Antrag eben auch bei mir auf der Internetseite. Und ich will auch sozusagen noch ganz kurz an der Stelle gerne dafür werben, wir werden auch noch mal eine Veranstaltungsreihe machen. Also ich über die Fraktion zu den einzelnen Aspekten, damit wir das in kurzen, knackigen Veranstaltungen hinbekommen unter verschiedenen Schwerpunktthemen. Da könnt ihr entweder immer mal wieder auf meiner Seite vorbeigucken oder über die Fraktion oder ihr abonniert meinen Newsletter. Da werden wir auf jeden Fall das Thema Straßenverkehrsrecht in den nächsten Monaten noch sehr oft im Mittelpunkt haben, weil das wirklich aus meiner Sicht jetzt der absolute Schlüssel ist dafür, dass wir auch zeigen, was wir erkämpft haben im Bund, dass wir das gut in die Kommunen streuen und immer wieder mit Informationen auch sozusagen ja, allen zur Seite stehen oder eben da gute Angebote machen. Das nenne ich doch mal einen guten Service. Wunderbar, fantastisch. Ja, gern, schickst mir gerne den Link zu der entsprechenden Seite, wenn der Fabian Mitarbeiter das nicht gleich sowieso findet. Er hat auch das Agora-Papier schon gepostet in dem Link. Genau, dann geben wir das sehr, sehr gerne im Nachgang mit dem Link zur Videoaufzeichnung an alle Angemeldeten. Ich habe schon eine ganze Reihe von Detailfragen gesammelt. Zu den Details würde ich, die schiebe ich gerade so ein bisschen nach hinten. Es gibt noch eine so eher allgemein technische Frage zur Abwicklung von Veränderungsvorhaben in den Kommunen. Davor aber noch ein bestärkender Hinweis, der kommt aus einer Kommune, schreibt ein Teilnehmer, unsere SPD-nahe Verwaltung richtet noch nicht mal eine neue, ach so, noch nicht mal eine, ich habe mich verlesen, entschuldigen, noch nicht mal eine Ladezone ein ohne VBV und Veröffentlichung der Straßenverkehrsordnung. Okay, das war jetzt nicht bestärkend, sondern eher befürchtend, dass sehr viele Verwaltungen auf die Verwaltungsvorschrift warten. Ja gut, das hatten wir aber schon diskutiert. Insofern noch einmal eine technische Nachfrage, die aber, glaube ich, wirklich sehr, sehr relevant ist und die ganz oft bei mir im Büro auch aufscheint. Wie ist denn das bei den übergeordneten, bei den klassifizierten Straßen, also bei Kreisstraßen, Staatsstraßen, die Landesstraßen heißen in Bayern Staatsstraßen oder die Bundesstraßen, bei denen die Kommunen ja bisher gar keine Möglichkeit hatten, außer Bittbriefe zu schreiben an die zuständige Straßenverkehrsbehörde, welch selbige bei den kreisangehörigen Gemeinden, und das sind die allermeisten in Bayern, halt das Landratsamt bei uns ist. Da konnte man ja nur Bittbriefe schreiben. Jetzt war dem Vernehmen nach ja auch ist neu ein Antragsrecht. Und er kann dann ein Landratsamt so wie bisher sagen, mag ich nicht. Oder wie ist das dann zu handhaben? Weil für die gilt ja auch die StVO, die neue. Genau, also ja, man kann halt auch, im Gesetz steht weiter auch das Ziel flüssiger Autoverkehr. Also alle Ziele sind auf einer Ebene, aber man kann natürlich auch weiter die gesamte Verkehrsplanung ausschließlich am flüssigen Autoverkehr ausrichten. Das geht. Das ist ein bisschen der Punkt. Wer nicht will, muss nichts ändern. Deshalb im Zweifelsfall, wenn da blockiert wird, dann steht denen das frei. Was aber anders ist auch bei den also auch bei den Straßen, die in anderer Baulastträgerschaft sind. Vorher war es halt so, auf diesen Straßen ging quasi die Anordnung einer Radspur nicht. Es gab keine rechtliche Grundlage dafür. Heute könnte man sagen, nö, wir wollen das nicht. Aber man kann jedenfalls nicht mehr sagen, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, sondern dann will man es eben nicht. So, ne? Oder eben auch, wenn die Kommune
Also wenn die Kommune nicht zuständig ist, weil es eine kleine Kommune ist für die Bundesstraße, dann kann sie natürlich jetzt mit hochfrequentierten Schulwegen zum Beispiel argumentieren, warum Tempo 30 an dieser Straße sinnvoll und nötig wäre. Aber sie wird den Straßenbaulastträger nicht dazu zwingen können. Weil wenn der sagt, ja, das findet ihr zwar vor Ort wichtig, aber wir priorisieren weiter nur schnellen Autoverkehr, dann steht ihm das am Ende frei. Also diese Kämpfe vor Ort dafür, die müssen leider auf eine Art leider weiter ausgefochten werden. Das ist das, was ich eben meinte. Wir eröffnen den Möglichkeitsraum für die, die wollen. Leider die anderen müssen weiter sich Millimeter um Millimeter vorrobben und dafür werben oder ne, genau das, was ihr bisher auch gemacht habt, dass sich was ändert. Das können wir mit dieser Gesetzesreform leider nicht aufheben. Also ich hatte im Bayerischen Landtag, ich sitze da im Verkehrsausschuss und die Petitionen, die Verkehrsrecht betreffen, die kommen dann immer in den Verkehrsausschuss bei uns und nicht in den Petitionsausschuss, sodass ich eigentlich jede Sitzungswoche so alle 20 Petitionen habe, oder wir im Ausschuss 20 Petitionen haben, die sich um irgendwie Tempo 30, Zebrastreifen oder Ähnliches drehen. Ist sehr interessant, man lernt da auch viel und lernt auch, wie unterschiedlich Verkehrsrecht ausgelegt wird. So haben wir ja doch seit Dobrindt die Regelung, dass vor Kindergärten, du hast vorher aufgezählt, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und so weiter, Tempo 30 hingehört. Und da steht ja in der StVO, VBV eben drin. Du sagst natürlich zu Recht, das Gesetz gilt und nicht die VBV, aber in der VBV steht halt drin, in der Regel anzuordnen ist. Das heißt, auf Deutsch gesagt, man muss. Genau. Außen sind, gibt Ausnahmen, deswegen in der Regel die Einschränkung. Aber in der Regel ist anzuordnen, ist eigentlich in der juristischen Auslegung, ich bin kein Jurist, aber in der juristischen Auslegung habe ich mir sagen lassen, sehr, sehr klar. Recht viel klarer kann man es kaum formulieren. Und trotzdem haben wir regelmäßig Landratsämter, die mit Petitionen, die werden dann zugeschaltet und es rechtfertigen sich dann und sagen, wollen wir aber nicht. Das ist ein ewiges Hickhack, ob die das dann machen oder nicht machen. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass es mit den neuen Möglichkeiten, die jetzt im Gesetz eben drinsteht, und auch mit der neuen Paragraph 1, der ja schon länger gilt, mit der Vision Zero, einfach ganz neue Argumentationsmöglichkeiten gibt, dass die so weit in die Defensive kommen, spätestens wenn es ein Streitfall wird, dass sie das nicht aufrechterhalten können, hoffe ich. Oder siehst du es anders? Nee, genau. Also es ist definitiv so, das hast du genau richtig beschrieben, dass die Verwaltung auch das alte Recht, die nach altem Recht, ne, die Möglichkeiten, die es gibt für Verkehrsberuhigung überhaupt nicht ausschöpfen. Weil zum Beispiel dieses in der Regel nicht angewendet wird. Man darf übrigens auch auf bis zu 300 Metern Tempo 30 anordnen. Wir haben ganz viele Stellen, da sind es dann vielleicht nur 100 Meter oder 80 oder 120. Also da wird der Rahmen, den es gäbe für mehr Verkehrsberuhigung, nicht genutzt. Und dann kommt ja noch dazu, man darf zwei Tempo-30-Abschnitte verbinden. Bisher, wenn sie 300 Meter auseinander lagen, nach neuem Recht, wenn sie 500 Meter auseinander liegen. Und dann macht es ja einen Unterschied, ne? Ob ich die anderen auf 100 Meter oder 300 Meter anordne. Also da ist sehr viel mehr Spielraum. Selbst nach bei aller berechtigten Kritik alter StVO. Und jetzt haben wir zusätzlich neue Möglichkeiten geschaffen. Also den Verwaltungen sozusagen ein Stück weit im Nacken zu sitzen, diese Spielräume besser zu nutzen. Gerade im Sinne der Verkehrssicherheit, ne? Weil klar, mich wie viele andere auch treibt mit Sicherheit, also treibt das Thema Klimaschutz und Verkehrswende ganz maßgeblich an. Aber mindestens auf Verkehrssicherheit sollte man doch eigentlich denken, dass wir uns mehr einigen können. Aber selbst da stellen wir fest, sehr viele Spielräume werden nicht ausgeschöpft. Jetzt habe ich schon die Hoffnung, das, also wir haben jetzt, muss ich jetzt schon vorstellen, wir haben jetzt über 100 Jahre ein Gesetz gehabt, was wir zwar nicht alle jeden Tag lesen und so, aber was sozusagen das Denken massiv geprägt hat, was gesagt hat, das Wichtigste in diesem Land ist der schnelle Autoverkehr. Jetzt haben wir das geändert und haben gesagt, nein, es gibt andere Dinge, die sind genauso relevant und die stehen erstmal auf einer Ebene, nämlich Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und städtebauliche Entwicklung. Klar, hätte man auch noch höher priorisieren können, weil vielleicht noch wichtiger, aber sie stehen zumindest jetzt mal auf derselben Ebene. Und ich habe schon die Hoffnung, dass es jetzt andersrum auch wirkt, dass es natürlich auch dazu beiträgt, dass das Denken wieder aufgebrochen wird, weg von der Fokussierung allein aufs Auto. Das ist aber natürlich nichts, was überall und bis morgen passiert, sondern das wird Schritt für Schritt gehen, über jedes weitere gute Beispiel, über jede Debatte vor Ort. Das, was ihr kennt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass man eben sich jedes kleine Stückchen vorbewegen muss und immer wieder hofft, ein paar Leute an Bord zu holen. Die Aufgabe bleibt und die ist groß und es ist einfach richtig wichtig, dass die vor Ort immer wieder und immer neu und mit Engagement angeschoben wird. Das ist wirklich so wichtig, dass es uns Grüne da überall gibt. Vielen Dank.
Wenn ich das nochmal mir an einem Fallbeispiel konkretisiere, beispielsweise wohne ich in einer Gemeinde, da haben wir halt eine Bundesstraße, die den Ort zerteilt in zwei Hälften und sowas haben wir in Bayern hunderte Male, wenn nicht tausende, 2056 Gemeinden allein und die allermeisten sind kreisangehörig und haben irgendwie eine Durchgangsstraße, die den Ort teilt und eine Barriere darstellt. In meinem Ort ist das so ja, Kilometer, anderthalb Kilometer lang. Einen direkten Kindergarten haben wir da nicht, aber wenn ich mir das jetzt im Idealfall so vorstelle, und ich hätte eine Verwaltung und auch eine Straßenverkehrsbehörde, nämlich ein Landratsamt, das will, das den Möglichkeiten ausschöpfen möchte, dann hätte es bisher gar nichts machen können oder nur mit großen Verrenkungen. Jetzt kann es allerdings schon rechtssicher zum Beispiel den 30er anordnen. Wenn man die Möglichkeit doch jetzt hat, macht man hier einen Zebrastreifen, macht man da einen Spielplatz. Macht man dann nochmal den Zebrastreifen, interpretiert vielleicht mit Gesundheitsschutz auch den Zugang zum Kindergarten, der in zweiter Reihe ist, nochmal ein bisschen anders. Mal schauen, wie die neue StVO, VBV aussteht, sodass man das vielleicht so zusammenpuzzeln kann, auch mit den weiteren 500 Meter Abständen, die jetzt da drin stehen, sodass man dann vielleicht doch durchgehend zu einem 30er kommt. Also das nur mal so als Denkanregung vielleicht, wie ich mir das im Idealfall vorstellen könnte, wenn ich willige Behörden habe. Weil ich weiß, dass sehr viele das so betrifft und wir das ja auch ganz oft schon vor Ort diskutiert haben, wenn wir uns Straßen konkret angeschaut haben. Der Johannes zuerst und dann ist Wantje. Danke dir, Markus. Ich wollte noch eine Sache ergänzen, die mir auch ganz wichtig ist. Gerade weil eben jetzt neue sozusagen Begründungstatbestände aufgenommen worden sind, dass auch ihr, wenn ihr jetzt nicht vielleicht in kommunaler Verantwortung seid, glaube ich, kann man mit solchen Punkten nochmal gut auf verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppen zugehen. Einmal natürlich Fridays vielleicht mit diesem Klimaargument nochmal ermutigen vor Ort beim nächsten Klimastreik nochmal die Verkehrswende gesondert irgendwie nach vorne zu stellen. Vielleicht aber auch im Bündnis von Gesundheitsberufen nochmal irgendwie mit anstupsen und sagen, hey, wollen wir nicht mal gemeinsam vor Ort irgendwas gemeinsam dazu machen? Und es tun sich viele kommunale Menschen in Verantwortung schwer, wenn dann irgendwie ein Bündnis von Gesundheitsberufen irgendwas vorschlägt, was rechtlich möglich ist, jetzt seit dem Gesetz, das dann abzulehnen. Aber auch Elterninitiativen sind manchmal ganz schön starke Player vor Ort. Es gibt auch natürlich in die andere Richtung weise Initiativen. Wenn man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt ein hochfrequentierter Schulweg, wir wollen, dass mein Kind da jetzt noch sicherer unterwegs ist, macht da Tempo 30 in einer größeren Fläche. Auch da könnte man vielleicht kreativ werden und Elterninitiativen irgendwie anschreiben und überlegen, ob man da gemeinsam so auch kommunale Koalitionen macht, wenn wir Grüne nicht beteiligt sind. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr viel Hoffnung, dass da sich jetzt mehr bewegt und es war wirklich, ja, es ist wirklich ein großer Erfolg schon, was wir und vor allem 20 da reinverhandelt hat. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall Wirkung entfalten. Da bin ich sehr sicher und ermutige auch alle da sozusagen mit in, auf dieser Linie mit zu argumentieren und das Thema voranzubringen. Macht ihr eh schon, aber noch weiter natürlich. Recht vielen Dank, Johannes, für den Hinweis auf die wichtige Arbeit mit BündnispartnerInnen. Swantje? Genau, und das ist natürlich gerade auch beim Thema Schulwegsicherheit, was eh ein gutes Thema ist, finde ich, in jeder Hinsicht das zu behandeln. Ne? Es ist kommunikativ gut, es ist natürlich auch in der Sache total richtig und wichtig und es ist eins, Mobilität von Kindern und Jugendlichen, gerade auch selbstständige Mobilität, was sehr, sehr oft wirklich gar keine Rolle spielt, sozusagen, ne? In der Betrachtung oder in der Verkehrsplanung und auch in der Verkehrspolitik. Und ich finde, das ist ein Thema, wo man jetzt gerade mit dieser Reform nochmal deutlich reingehen kann. Übrigens bei den Kitatüren ist es auch so, es steht in der VWV, StVO, dass entweder die Kitatür zur Straße sein muss oder dass im Umfeld oder irgendwie so ungefähr ist es formuliert, ein erhöhtes Aufkommen mit Bring- und Holdienst und so weiter zu erwarten ist. Also diese strikte Auslegung, dass die Kitatür eins zu eins zur Straße rausgehen muss,
Das habe ich jetzt so in der VWV, StVO ehrlicherweise gar nicht gefunden, sondern da ist deutlich mehr Spielraum und das kann man eben an Stellen, wo Leute wollen, auch manchmal schon sehen. Letztens hatte ich eine grüne Stadträtin aus Berlin zu Gast im Parlamentskreis Fahrrad und die sagte gar nicht im Zusammenhang der StVO-Reform, sondern in ganz anderen Zusammenhang, sagte sie, na, bei uns im Quartier ist quasi jeder Weg ein Schulweg. Und ich glaube, diese Lesart, ne, die Frage, also wollen wir jetzt eigentlich, was heißt das eigentlich? Wie wollen wir eigentlich, dass Kinder sich bewegen? Da ist Spielraum. Raum für die, die wollen. Wie gesagt, wer nicht will und sagt, es ist uns doch egal, der macht es nicht. Das werden wir nicht erzwingen können. Aber die Debatte, die kann man jetzt vor Ort führen mit deutlich eben mehr Möglichkeiten, wenn die StVO sagt, wir wollen auf hochfrequentierten Schulwegen eben auch mit einer Tempo-30-Anordnung die Verkehrssicherheit deutlich stärken. Und zu den Straßen wollte ich einfach nur sozusagen mal als ein Beispiel sagen. In Bramsche ist eine kleine Gemeinde, gar nicht so klein. In Niedersachsen 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die haben kürzlich eine ihrer beiden von zwei Hauptverkehrsachsen zur Fahrradstraße gemacht, weil es eben ein Schulweg ist. Die zieht sich quasi einmal so quer durch auf, ich meine, es sind so rund 3 Kilometer und ist eben komplett Fahrradstraße, sogar mit einer bevorrechtigten Querung an einer Stelle, mit einem kleinen Stück durch die Fußgängerzone, wo sie es erstmal freigegeben haben. Ich habe mir das bei meiner Sommertour angeguckt, da haben sie wirklich sehr positiv davon beschrieben, auch was das macht. Und eben gerade, weil es ein Schulweg ist für sehr viele Kinder, weil das quasi, ich glaube, zwei oder drei Schulen im Zentrum mit Wohngebieten verbindet, als extrem großen Gewinn beschrieben. Sowas geht auch in kleinen Gemeinden. Aber genau, es braucht vor Ort einen politischen Willen. Das ist völlig klar. Ich will gar nicht sagen, dass es geht natürlich nicht, wenn vor Ort das keiner will. Aber rechtlich haben die sowas jetzt schon umgesetzt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt habe ich auf meiner Frageliste eine ganze Reihe so von Fragen, die eher ins Detail gehen, auf das Grundsätzliche schauen, sondern so konkrete Einzelfragen. Das sind, glaube ich, so 6, 7 Stück. Ich finde die alle ziemlich interessant. Ich stelle sie kurz und wer mag von euch beiden antwortet kurz, würde ich vorschlagen. Die erste ist, was bedeutet denn hochfrequentiert beim Schulweg? Ab wann ist ein Schulweg hochfrequentiert? Also mein Kollege Stefan Gelper hat mal gesagt, gute Fälle schaffen gutes Recht, schlechte schaffen schlechtes. Ich würde jetzt immer sagen, man kann sagen, warten wir auf die VWV, StVO. Man kann sagen, probieren wir es aus. Also ein Kind, was morgens und abends da lang geht, finde ich schon relativ hochfrequentiert. Und dann kann man auch vielleicht eine Debatte führen darüber, wie viel Kinderleben uns eine Geschwindigkeitsreduktion am Ende wert sind. Also, ne, ich will sagen, wir sollten das schon auch nutzen, um nochmal in Frage zu stellen, wie wir bisher Verkehrssicherheit, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft, priorisieren oder eben nicht priorisieren. Nein. Gelten die neuen Möglichkeiten, zum Beispiel Zebrastreifen, denn auch außerorts? Nein, es sind alles Innerortsregelungen. Ich habe eine Reihe Außerortsdinge für die nächsten Reformen auf dem Zettel, und finde auch, dass wir uns tatsächlich darum jetzt ein Stück weit, oder glaube, dass es Sinn macht, sich darum ein Stück weit mehr zu kümmern, gerade wenn man so Gemeinden hat, die sehr zersiedelt sind oder in so kleine Teile zerlegt oder wie auch immer, damit man diese Verbindungsstrecken, die oft gar nicht lang sind, stärkt und dafür schneller mehr Möglichkeiten hat. Aber das ist mit dieser StVO-Reform nicht passiert. Danke. Erleichtert denn die neue StVO auch die Anordnung von Fahrradstraßen? Nein, das tut sie eigentlich sowieso schon länger. Also Fahrradstraßen können ja schon länger deutlich erleichtert angeordnet werden. Insofern es hat sich da jetzt erstmal nichts geändert. In dem Punkt war das Problem, wenn im konkreten Fallbeispiel wurde erläutert in der Fragestellung hier, dass die Thematik mit Sammelstraßen innerorts das nicht zugelassen hat. Gibt doch diese Sammelstraßen neben 30er-Zonen, die dann irgendwie mit Tempo 50 belassen werden, damit der Verkehr abzieht, wie das Hochwasser im Feld, wie die Drainage sozusagen. Das habe ich bei den Petitionen im Verkehrsausschuss auch regelmäßig, dieses Wort Sammelstraßen. Da wird sich viel verkämpft und da könne man dann keine Fahrradstraße machen. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal. Also ich würde sagen, man kann sie mal probieren, mit der neuen StVO zu argumentieren, ne, und schauen, was rauskommt. Ja, man kann auf jeden Fall ja Fahrradstraßen inzwischen anordnen, ohne dass der Radverkehr schon die vorherrschende Verkehrsart ist, sondern wenn man das erwartet. Also da ist deutliche Erleichterung schon vor einigen Jahren, also mit der letzten StVO-Novelle passiert. Es ist
leider wirklich schwierig. Das haben wir ganz oft, dass wenn unsere Kommunalis die Antworten aus der Verwaltung kommen, dass wir alle denen so ein Stück weit irgendwie ausgeliefert sind und dass man eigentlich noch mal, das habe ich so ein bisschen auf dem Zettel, aber noch keine ganz gute Idee, wie wir das hinkriegen, dass man zu solchen Fallbeispielen auch noch mal sich an einer guten Stelle Rückmeldungen einholen kann, damit man gerade solche Ablehnungen von eigentlich guten Ideen nicht im ersten Schritt zumindest gleich akzeptiert, ohne noch mal zu hinterfragen, ob der Auslegungsspielraum nicht vielleicht ein anderer ist. Das ist einfach in der Kommunalpolitik extrem schwierig, weil Menschen sich ja engagieren für eine bessere Gesellschaft, aber nicht Verkehrsplanerinnen oder VWV-Kenntnisse sind oder VWV-Detailkenntnisse haben. Aber da müssen wir, glaube ich, nochmal gemeinsam auch mit unseren Landes- und Bundesbildungskommunalvereinigungen überlegen, wie wir da die Kommunalis noch ein Stück weit unterstützen können. Absolut, ganz dringend, teile ich vollkommen die Einschätzung. Wir haben regelmäßig den Fall, dass ein Landratsamt eben der Kreisangehörigengemeinde sagt, geht nicht. Und dann sagen die, okay, geht nicht, zu Befehl und Fall erledigt. Und die Kommunale sind dann enttäuscht, wie du sagst, aber tatsächlich so leicht ist es vielleicht gar nicht erledigt. Manchmal ja. Vielleicht manchmal ist ein Ansinnen halt auch wirklich unbegründet und es gibt die Rechtslage nicht her. Aber in wie vielen Fällen ist es der Auslegungsbereich und wenn man kämpft, kriegt man es doch. Wir hatten auch tatsächlich vor einem Jahr oder eineinhalb schon mal ein Webinar mit Kommunalis, die gegen den Widerstand, den anfänglichen von der Kreisbehörde Tempo 30 durchgesetzt haben, nachdem sie sich auf die Hinterfüße gestellt haben und dann noch mit irgendeinem, die einen mit dem Lärmgutachten und die anderen mit anderen Argumenten gekommen sind, das auf der Basis der alten StVO dann doch durchgeboxt haben. Also im Zweifel nachfragen gerne auch bei uns oder bei euch und wir versuchen zu helfen, wie man da kämpfen kann. Nächste Detailfrage. Geht mit der neuen StVO auch das Konzept der Schulstraße, also um Kinder sicher vor der Schule, zur Schule oder vor der Schule mit Kiss and Ride abgeben zu können? Oder muss man das weiter über Verkehrsversuch begründen? Man kann es nach dem neuen Straßenverkehrsrecht, man kann es mit dem Straßenrecht begründen, nicht mit dem Straßenverkehrsrecht, sondern dem Straßenrecht. Auch auf meiner Internetseite gibt es eine Übersicht zu Schulstraßen und wie man das machen kann. Das Land NRW hat sogar einen Erlass gemacht, wo es erklärt, wie Kommunen das machen können und die Kommunen in NRW sozusagen auffordert, das zu machen. Grüner Verkehrsminister. Diesen Erlass, den findet ihr auch auf meiner Internetseite unter dem Punkt Schulstraßen, aber ihr findet ihn auch, wenn ihr ihn googelt. Und das, was da begründet wird, könnt ihr auch anwenden, weil dieser Erlass bezieht sich einzig und allein auf Bundesrecht und das gilt überall. Ihr könnt natürlich in Bayern nicht sagen, das Land NRW hat doch einen Erlass, aber ihr könnt die Argumentation verwenden, weil eben nur Bundesrecht adressiert wird. Das geht schon. Trotzdem finde ich, sollte eine unserer Forderungen fürs nächste Wahlprogramm sein, Schulstraßen auch in der StVO zu verankern, um es einfach noch mal deutlich leichter zu machen. Also beides. Beispiele schaffen, für Schulstraßen vor Ort kämpfen, jetzt schon auf den Regeln, die jetzt schon gehen. Und gleichzeitig wäre das einer der Punkte für die nächste StVO-Reform, für die wir uns, finde ich, stark machen sollten. Und die Begegnungszonen, wenn ich noch auf deinen Merkzettel erbitten darf, denn in unserer Nähe in Südbayern zu Österreich und zur Schweiz erleben wir immer, wie toll das dort funktioniert. Und ganz viele Kommunalis, die das halt beim Tagesausflug ins Nachbarland immer sehen, sagen dann, ja, ich mache das jetzt auch und stellen dann fest, das geht ja gar nicht, weil wir das nicht in der StVO haben. Weil das, also auch Shared Space genannt, wenn die Nachbarländern heißt es Begegnungszone. Eine Frage geht in Richtung Gesundheit. Kann man denn das neue Gesundheitsbegründungstatbestand auch nehmen, um für den ruhigen Schlaf zu sorgen, indem man Tempo 30 einführt? Also kann man Tempo 30 einführen, indem man über die Gesundheitsschiene für gesunden Schlaf wirbt und das anführt? Bei Tempo Ja. 30 kann man leider nur diese Ausnahmen bedienen. Man könnte es aber mit dem neuen Gesetz jetzt so regeln. Auch das wird einer, finde ich, sollte einer der Punkte sein, auch für unser nächstes Wahlprogramm, aber eben auch Forderungen an eine nächste StVO-Reform. Und übrigens, wir haben jetzt die 10. Änderung des Straßenverkehrsgesetzes verabschiedet und die 56. der StVO. Also die StVO wird deutlich häufiger reformiert. Und mit dem neuen Gesetz ist eben jetzt sehr viel mehr möglich, auch bei Tempo 30. Das wäre genau gut, dass man sagt, die Kommunen können vor Ort entscheiden auf Basis der neuen Ziele. Sie können sagen, wir wollen die Gesundheit stärken. Zum Beispiel an Stellen, wo viele Menschen wohnen, damit die besser schlafen können und dafür Tempo 30 anordnen. Das wäre unsere
Also ich würde sagen, es wäre die beste Möglichkeit, die man wahrscheinlich so erreichen kann im Sinne von Tempo 30. Wir sprechen ja auch gerne davon, dass Tempo 30 Regelgeschwindigkeit sein soll, aber da sind wir wirklich von politischen Mehrheiten extrem weit entfernt. Aber es gibt eben sehr viel Zustimmung dafür, dass man es die Kommunen vor Ort selber entscheiden lässt. Und da wäre eben diese Logik zu sagen, entscheidet einfach auf Basis der Ziele sehr, sehr gut. Das geht aber nach jetziger StVO noch nicht. Schauen wir mal, was sich in der nächsten StVO-Novelle erkämpfen lässt. Tretet weiter schön dem Tempo 30-Bündnis bei, weil das wird sicher auch dann ein wichtiger, also sicher eine wichtige Unterstützung dafür, auch die Stimmen der Kommunen im Bund nochmal deutlich zu machen. Sehr schön. Jetzt habe ich noch zwei, drei kleine und dann noch eine allgemeine. Und dann könnten wir, glaube ich, dann zum Ende kommen, es sei denn, es trudelt noch was ganz Brisantes ein. Nächste Detailfrage. Wir haben über Fahrrad auch gesprochen, Fahrradverkehr. Wird denn jetzt auch mal die Ära überarbeitet? Ja, das läuft. Das dauert unfassbar lange. Die sollte eigentlich letztes Jahr im Mai rauskommen. Bis jetzt ist sie noch nicht da. Es laufen immer noch interne Abstimmungsprozesse. Also ich rechne nicht damit. Und das zeigt auch schon ein Problem. Also ich rechne nicht damit, dass das jetzt dieses Jahr noch kommt, vielleicht nächstes. Aber das zeigt natürlich auch das Problem. Und das wäre, glaube ich, was, wofür es sich lohnt, auf jeden Fall sich weiter einzusetzen. Es gibt so die Idee, dass diese Ära und andere Regelwerke sozusagen schrittweise sich entwickeln können, dass man nicht immer gleich ein Gesamtwerk reformiert, sondern sozusagen jede Seite Schritt für Schritt reformieren kann, damit die einfach aktueller ist. Denn wenn die nächstes Jahr verabschiedet wird, hat die faktisch natürlich schon wieder einen Aushandlungsstand, der dann irgendwie oder einen Planungsstand, der dann schon wieder 5 Jahre alt ist. So ist es jetzt auch, ne? Die Ära ist von 2010. Und weil die Prozesse innerhalb der FGSV so lange dauern, ist das Papier faktisch von 2005, also 20 Jahre alt. Und wir warten sozusagen jetzt schon wieder seit Jahren darauf, dass die beschlossen wird. Das zeigt dann eben auch, dass die gerade, wenn sich Dinge relativ dynamisch entwickeln und beim Radverkehr ist jetzt in den letzten Jahren wirklich auch viel passiert an Haltung, an Blick, wie wir drauf schauen, an Dingen, die wir uns auch wünschen, weil wir wissen, dass sie sinnvoll sind, dass dann natürlich ein Regelwerk, was bei Erscheinen schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, an sich ein Problem darstellen kann. Schauen wir mal. Bayern hat ja noch nicht mal die 2010er-Ära als verpflichtend erklärt, sondern nur so als ungefähre Richtschnur. Aber gut, genau. Vielen Dank für die Information. Habe ich auch etwas Neues gelernt an der Stelle in Bezug auf den Fahrradverkehr. Vielen Dank. Jetzt die letzte aktuell Detailfrage. Wird denn jetzt Parkraumbewirtschaftung einfacher, also Bewohnerparken? Genau, also Parkraumbewirtschaftung wird deshalb einfacher, weil man das bisher nur machen konnte, wenn man Parkdruck nachweisen konnte. Und jetzt kann man es machen, wenn Parkdruck droht. Das heißt, auch da fallen Begründungshürden weg und das wird es deutlich einfacher machen. Ändert aber auch nichts daran, dass natürlich die politische Debatte vor Ort geführt werden muss, ne? Auch da ist es ein Möglichkeitsraum für die sich entschlossen haben. Gut, dann ja, eine Frage noch war an mich gerichtet. Welche Möglichkeiten hat denn Bayern, das auszuhebeln? Naja, es ist nicht nur an mich gerichtet. Swantje, du bist die Expertin beim Straßenverkehrsrecht. Welche Möglichkeiten Bundesländer haben? Also eigentlich geht man ja davon aus, dass Bundesländer das positiv unterstützen und nicht dagegen schießen. Da ist Bayern wahrscheinlich wieder die unrühmliche Ausnahme. Also mir fällt nur ein, dass die vorhin ja schon mehrmals erwähnte StVO-Reform, die ermöglicht hat, dass Tempo 30 vor Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser etc. kommen soll, Klammer auf, in der Regel anzuordnen ist, Klammer zu, vom bayerischen Innenministerium postwendend ein Erlass kam, dass das in der Regel anzuwenden ist, in Bayern kein Automatismus sein darf, sondern ihr in Bayern angewiesen sind auf die Freizügigkeit des Kraftverkehrs und deswegen weiterhin eine Einzelfallprüfung und ein Gefahrennachweis zu erbringen ist. Punkt. Also ziemlich wörtlich. Sowas, glaube ich, können Sie mit anderen Punkten auch machen. Und das glaube ich, dass es auf dem Gerichtsweg vielleicht nicht so wahnsinnig viel Gewicht hat, aber es ermutigt halt konservativ eingestellte Behörden und BehördenmitarbeiterInnen, Mitarbeiter, entsprechend konservativ ihren Ermessensspielraum auszulegen und erstmal irgendwie der Kommune diese Absage zu erteilen, von der wir vorher gesprochen haben, aber woraufhin dann viele Kommunen sagen, ja, geht halt nicht. Ja, Ja, das es wird ist die auf jeden Gefahr, oder? Fall, genau, es ermuntert einfach nicht. Und da wir ja wissen, dass man es an vielen Stellen erstmal in Gang bringen muss, ist das natürlich wirklich überhaupt nicht hilfreich. Also ich
bin mir auch nicht sicher, ob es sozusagen standhält, wenn es zu einer juristischen Ausfechtung kommt. Aber das setzt ja voraus, dass die Kommune erstmal so weit ist, bereit ist, so weit zu gehen. Und das wird einfach viele schon abhalten, zumal, das muss ich euch ja nicht erzählen, als Kommunalis die Kommunen tausend Themen auf der Agenda haben und man sich dann fragt, warum man sich gerade das aussuchen soll, womit man vielleicht als erstes Scherereien mit der eigenen Landesregierung oder dem eigenen Land bekommt. Das ist schon nicht hilfreich, das muss man einfach sehen. So, um überhaupt die Prozesse in Gang zu kriegen, glaube ich schon, dass sich viele davon ausbremsen lassen. Es hilft, wenn ihr mit den Kommunalis der CSU vor Ort, also wenn die Druck in die eigenen Reihen machen. Ich glaube, das hilft am Ende weit mehr als Druck zum Beispiel von uns, ne, dass die merken, da gibt es einfach vor Ort viel Zustimmung für eine Sache und auch viel Willen, das anzuwenden, auch von den eigenen Leuten sozusagen. Wie gesagt, im letzten halben Jahr wissen wir schon, dass von den Kommunen, eben auch von CDU, CSU-Kommunen, der Druck in den Staatskanzleien angekommen ist und dass das auch geholfen hat. Ja, sehr guter Punkt. Die letzte Frage momentan. Und dann würde ich sagen, machen wir die Veranstaltung dann auch zu. Die letzte Frage ist nochmal eine allgemeine, die, glaube ich, auch ein bisschen in die Zukunft und auf die gerichtliche Auslegung, die du schon angesprochen hast, ganz am Anfang, Svante, hinzielt. Ein Teilnehmer fragt, das ist doch jetzt Bundesgesetz. Das heißt, der Gesetzgeber hat das festgelegt. Kann man denn dann nicht vor Ort konkret Dinge, die da drinstehen, auch erzwingen, also auf dem Rechtsweg einklagen? Also wenn dann die Verwaltungsvorschrift da ist und alles. Also ich glaube, ich frage mich gerade, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Also erstmal ist es einfach so, es gibt keine Verpflichtung, das zu machen. Also möglicherweise, wenn ihr vor Ort einen politischen Beschluss habt dafür und die Verwaltung sich weigert, das umzusetzen, was politisch beschlossen ist, obwohl es rechtlich möglich ist, dann weiß ich nicht genau, ob es da quasi eine Art Rechtsweg gibt, das dann auszufechten, ne? Aber wenn ihr keinen politischen Beschluss habt und die Verwaltung sagt, machen wir auch nicht von uns aus, dann würde ich es erstmal nicht denken, weil das Ziel schneller Autoverkehr gilt weiter und wer will, kann es eben auch weiter allein daran ausrichten. Da müsste man dann, genau, muss man eben schon mindestens die politischen Mehrheiten gewinnen. Aber wenn man einen politischen Beschluss hat und die Verwaltung sich weigert, dann ist ein bisschen die Frage, wie dann eben diese Auslegung am Ende wirkt. Und wie weit dann vielleicht auch andere gute Beispiele helfen und so weiter, ne? Dass man sozusagen in dem Prozess jetzt Schritt für Schritt sieht, was alles schon funktioniert. Gut, auf jeden Fall glaube ich, können wir festhalten, dass ihr in dieser Bundesregierung hier an der Stelle was ganz, ganz Tolles vorangebracht habt. Zwar nicht alles erreicht habt, was wir Grüne uns so vorgestellt haben und was wir uns wünschen würden, aber es ist halt nun mal eine Koalition und eine Kompromiss. Eine Koalition bedeutet immer Kompromiss und ich glaube, hier ist es aber ein guter Kompromiss. Sind wesentliche Veränderungen jetzt möglich? Mal abwarten, was Bayern da noch macht. Aber wir werden ein Auge drauf haben und versuchen, das möglichst ins Gute zu lenken. Ihr habt da wirklich was Tolles geschaffen, womit unsere Kommunalos arbeiten können. Wir haben in Bayern 2026 wieder Kommunalwahl. Wir waren bei der letzten Kommunalwahl sehr, sehr erfolgreich gemessen, so an unserer Parteiengeschichte hatten wir da einen großen Sprung nach oben, unsere kommunalen Mandate verdoppelt auf über 3000, haben uns sehr gestärkt, professionalisiert inzwischen, haben sehr, sehr viele Kommunalisten, die sich auch insbesondere mit Verkehrspolitik auseinandersetzen, was mich sehr freut. Viele sind auch immer wieder hier in dieser Webinarreihe oder auf anderen Veranstaltungen. Und damit haben wir echt gutes Rüstzeug, wo wir punkten können vor Ort, womit wir arbeiten können. Und selbst dann, wenn das eine oder andere scheitert, ist ja das Thema nicht weg, sondern wir können es weiterspielen. Wir haben uns gekümmert, wir haben es probiert und können mit neuen Anläufen schauen, wie wir dann wieder weiter daran arbeiten können, unsere Orte lebenswerter und den Verkehr sicherer und angenehmer zu machen in unseren 2056 Kommunen in Bayern. Svante. Genau, ja, danke. Ich wollte noch mal den einen Punkt ausdrücklich verstärken. Wir haben ja, also genau, Kompromisse sind nun mal Kern der Demokratie, aber in diesem Fall ist es so, dass wir wirklich was Gutes geschafft haben. Ne? Wir hätten uns bei der StVO mehr vorstellen können, gewünscht, aber wir haben mit dem Gesetz einen so großen Spielraum geschaffen, den wir jetzt füllen können über die nächsten Jahre. Und wenn wir nur, in Anführungsstrichen, das jetzt umsetzen, was die neue StVO ermöglicht, können wir uns ehrlich gesagt auch ein paar Jahre beschäftigen und derweil weiter für die nächste StVO-Reform kämpfen.
kämpften. Also ich will nochmal wirklich, weil wir ja natürlich mit vielem, was wir tun oder nicht tun im Bund, auch hadern, viele von euch bestimmt auch, wir selber auch oft genug. Aber hier ist wirklich, wirklich was Großes gelungen. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wir haben nach über 100 Jahren neue Ziele ins Gesetz geschrieben, ganz oben. Das ist nicht irgendein untergeordneter Paragraph, der manchmal auch sehr wichtig ist, sondern es ist wirklich, wirklich ganz zentral für die Frage, wie wir auf Verkehr und Verkehrsplanung und Verkehrspolitik gucken. Und ich will auch unterstützen, es ist total super, wenn in den Kommunen was in Gang kommt. Und es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass es viele kleine Stellen sein werden. Manchmal denkt man dann, jetzt haben wir hier die 300 Meter Tempo 30, aber was ist mit den restlichen Kilometern in der Stadt? Es ist so wichtig, dass wir diese kleinen Dinge anschieben und dann auch ein bisschen froh sind, dass wir sie geschafft haben. Das ist eine Mammutaufgabe, die wir haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer mal wieder sich auch klar macht, welche Schritte sozusagen gut nach vorne gehen, welche schwierig sind. Aber gerade weil sich sehr oft eben Menschen sehr, sehr intensiv auch für diese kleinen Schritte engagieren, glaube ich, sollten wir das sehen und wertschätzen und natürlich hoffen, dass ganz viel aufrollt, sozusagen in Gang rollt, nicht nur mit Blick auf die Kommunalwahl in Bayern, sondern auch mit Blick auf die Bundestagswahl, die ja schon im nächsten Jahr ist, damit wir auch dann schon zeigen können, dass unsere Politik im Bund ganz konkrete Auswirkungen hat für die Menschen vor Ort, für Verbesserungen. Jetzt verrate ich es doch. Also eins der Beispiele, die schon in die Umsetzung kommen, ist in Oberbayern. Ich kann mal gucken, ob ich rausfinde, wo. Vielleicht, Hannes, kann ich dir das dann nochmal mitgeben. Da gibt es den ersten Fall, der jetzt in die Umsetzung kommt nach neuem Straßenverkehrsrecht. Und ich finde, diese Beispiele sollten uns Mut geben. Schiebt es an vor Ort, meldet euch gerne bei Fragen und danke euch für das Interesse an diesem super Thema, was wirklich so viel mit unserer aller Lebensrealität zu tun hat. Ja, vielen Dank für dieses perfekte, geniale Schlusswort. An dem Beispiel in Oberbayern bin ich natürlich dann auch sehr interessiert. Wir bleiben dem Thema treu. Es wird mindestens zwei weitere Webinare in nächster Zeit geben, wo wir uns mit dem Thema Verkehrsberuhigung beschäftigen, mit der Straßenverkehrsordnungsreform bestimmt auch nochmal separat, sobald wir konkret wissen, was die Staatsregierung jetzt da verunstaltet oder was nicht. Aber wir werden uns noch mit zwei anderen unkonventionelleren Zugängen zum Thema Verkehrsberuhigung beschäftigen. Wir werden einmal ein Webinar machen zum Thema Inklusionsspaziergänge, was ganz Ungewöhnliches, nämlich das Spazierengehen im Ort mit Fachleuten und Öffentlichkeit und Bevölkerung, um zu schauen, wo kann der Ort inklusiver werden, wie können die Verkehrswege im Alltag besser gestaltet werden, dass alle Menschen sie nutzen können. Das eine ist ganz viel Musik drin, meines Erachtens. Ihr habt da ganz spannende ReferentInnen. Und das zweite, mit dem wir uns mit dem Thema Verkehrsberuhigung beschäftigen wollen, das ist das Thema Bizibus, nämlich das gemeinsame Radeln zur Schule am Morgen, organisiert bei uns vom ADFC. Auch da freue ich mich sehr auf eine Veranstaltung. Das ist momentan, soweit ich weiß, in Bayern oder in München der Fall. Und wir wollen es natürlich auch in andere Städte exportieren. Ich danke euch alle sehr für die Aufmerksamkeit. Ich danke am allermeisten unseren beiden Gästen, Swantje und Johannes, für eure Inputs, für die Beantwortung der vielen, vielen Fragen und natürlich vor allem für das, was ihr geschafft habt, zusammen mit euren Kolleginnen und Kollegen. Auch nochmal den Leon in Erinnerung rufen, der heute leider wegen Trauerfall nicht dabei sein konnte. Danke euch allen für das, was ihr geschafft habt und womit wir jetzt wunderbar weiterarbeiten können. Und danke für das Webinar heute. Wir bleiben in Kontakt. Einen schönen Abend euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Tschüss, Vielen macht's gut, Dank, Markus, bis und in die Runde. bald. Ciao. Tschüss.